Inzwischen habe ich echt viel an Kamerazubehör. 4 hiervon, ein externes Mikrofon und einen externen Monitor. Kein Wunder also, dass ich zu jedem Stativ, das sich mir anbietet, ja sage. Das BC Masters kommt in einer schwarzen Verpackung daher, in dessen Innenseite sich das Stativ mit einer Kameratasche versteckt. Die müffelt zwar anfangs, macht aber insgesamt eine gute Figur. Falls ich mal etwas lockern sollte, ist das passende Werkzeug direkt dabei. Ein kleines Handbüchlein, das sogar Deutsch spricht, liegt dem Paket auch bei. Spätestens bei diesem Schutz muss ich zugeben, so gut war nicht mal mein Manfrotto-Stativ eingepackt. Über eine Schnellspannplatte können Kameras bequem angeschlossen werden. Der Mechanismus zum Befestigen gefällt mir hierbei besonders. Auch wenn man die Schnellspannplatte mit einer Münze festschrauben könnte, so geht's wesentlich einfacher. Nachfolgend werde ich als Kameramodell vor allem die GoPro verwenden. Es ist natürlich auch mit anderen Kameras möglich. Kameras lassen sich nicht nur nach oben ausrichten, sondern auch nach unten. Dadurch kriegt ihr einige spannende Shots hin. Nehmen wir an, ihr wollt eure Sneaker in Szene setzen. Um zu den Füßen zu kommen, kann man natürlich eine GoPro benutzen. Das wackelt aber und sieht nicht wirklich schön aus. Einem guten Ergebnis nähert man sich, indem die Kamera direkt bodennah ist. Zugegebenermaßen noch nicht perfekt, aber ich übe noch. Und zumindest bis heute habe ich noch keine Sneaker vorgestellt. Sag niemals nie, aber bis heute noch nicht. Die Schnellspannplatte kann in beide Richtungen ausgerichtet werden. Es spielt also keine Rolle, in welche Richtung ihr die GoPro oder eine andere Kamera draufspannt. Beide Richtungen funktionieren. Über den Regler an der Seite kann die Schnellspannplatte jetzt wieder eingeschraubt werden. Wer den mitgelieferten Ballhead nicht nutzen will, kann diesen auch einfach abschrauben. Ich will auf diesem Stativ zum Beispiel meinen Slider parken. Der wird einfach draufgelegt und angeschraubt, bis er schließlich richtig fest ist. Und schon kann losgeslidet werden. Während Filmaufnahmen, wo sich nichts spiegeln sollte, könnten diese Elemente stören, weil sie sich spiegeln, was hier ganz gut zu sehen ist. Das ist aber so ziemlich meine einzige Kritik an dem Stativ. Der Hals hat ein paar nette Features. Zwei Elemente lassen sich aufziehen. Dadurch ist das Stativ sogar ohne ausgezogene Beine sehr groß. Dadurch ist der Bereich zwischen Stativ und Ballhead aber auch sehr groß. Das Stativ ist sehr leicht, das heißt, ihr könnt es problemlos mitnehmen, wenn ihr zum Beispiel draußen shootet. Das soll es jetzt aber auch von mir gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zum Stativ habt, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare rein. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.